Also Datum kann man hier auch einstellen, wie ihr seht. Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar ist jetzt nach 3 Wochen circa meine Rolex von Wish angekommen. Ich hatte das in irgendeinem Video, ich weiß gar nicht mehr in welchem es war, habe ich mal angekündigt gehabt, dass ich mir bei Wish eine Rolex bestellt habe. Also so eine Fake Rolex, soll eine Datejust sein in Gold. Ich bin mal gespannt. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber ich empfehle jetzt natürlich nicht unbedingt irgendwie so Fakes zu kaufen, keine Ahnung was. Dann müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass dieser Bereich, wo normalerweise Rolex steht oder so, dass der einfach zensiert ist oder dass da halt gar nichts steht. Dann wisst ihr nämlich, dass da meistens dann eine Uhr kommt, wo auch wirklich das Rolex drin steht. Es gibt nämlich auch so Fakes, da steht dann irgendwie eine andere Marke drin und dann habt ihr natürlich das Rolex-Zeichen nicht mehr drin, sondern diese andere Fake-Marke. Auf jeden Fall habe ich mir eine ausgesucht, die hat 9 Euro gekostet. Wie gesagt, ist eine goldene Datejust. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz das Produktbild ein, wo ich es bestellt hatte. Da war halt dieser Bereich, wo normalerweise Rolex steht, war halt ausgegraut oder so. Auf jeden Fall sollte da hoffentlich Rolex stehen. Ich habe es eben nur mal aufgerissen gehabt. Also es ist hier auf jeden Fall in dieser Packung drin. Ich habe es noch nicht weiter rausgeholt. Ich wollte nur wissen, ob es auch wirklich die Rolex ist oder nicht. Ich habe hier noch 2 Rolex liegen. Und zwar sind das die Fake Rolex Dinger, die ich mal aus Ägypten mitgebracht habe. Wenn ihr irgendwie ein spezifisches Video davon mal sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Oder schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, das war so eine Submariner und eine Daytona. Die haben, glaube ich, um die 15 Euro gekostet. Wie gesagt, die hatte ich mir damals mal aus Ägypten mitgebracht. Ich sage euch vorneweg, ich bin jetzt keiner, der diese Rolex sich kauft und trägt und irgendwie angibt vor Leuten oder so und sagt, das wäre eine echte oder keine Ahnung was. Ich habe die mega selten an. Ich habe meistens einfach mal eine echte Dieseluhr an, Casio oder Fila, halt einfach echte Uhren, die so um die 50 bis maximal 100 Euro kosten. Diese Fakes, die habe ich eigentlich mehr oder weniger immer nur so zum Testen mir gekauft, mal weil sie günstig waren. Oder weil ich habe hier so einen Uhrenständer, einfach so mehr oder weniger als Deko. Aber ich habe die halt wirklich mega selten an, meistens nur wenn ich mit Kumpels chill oder so, also nicht auf irgendwelchen Partys. Und wenn ich sie mal anhabe, mich fragt jemand, sage ich natürlich auch, dass sie fake sind. Aber ich habe das in einem anderen Video auch schon mal angesprochen. Ich möchte mir in den nächsten 1 bis 2 Jahren spätestens eventuell eine echte Datejust holen. Ich will mir die holen mit dem silber-goldenen Armband. Dieses Juwelierarmband, glaube ich, heißt das. So eine geriffelte Lünette. Und keine Ahnung, ich blende euch einfach mal ein Bild ein von meiner Traum-Datejust, sage ich jetzt mal, die ich mir eventuell bald holen möchte. Ich will mir da einfach eine holen, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und irgendwie noch neuwertig ist, wo halt einfach Boxe und der ganze Scheiß dabei ist. Das ist halt wichtig, dass das Echtheitszertifikat und so weiter da ist. Ich habe mir jetzt schon mittlerweile so viele Videos über Uhren reingezogen und auch ein bisschen was gelesen. Also mittlerweile kenne ich mich schon halbwegs aus, sage ich jetzt mal. Aber bin natürlich kein Experte. Ich finde halt einfach, man kann für so eine Uhr, für so eine Rolex, Hublot, Audemars Piguet, keine Ahnung wie die alle heißen und wie man es ausspricht. Ich finde, dafür kann man so viel Geld ausgeben. Wie gesagt, also neu würde ich es mir nicht holen, aber halt eine gut gebrauchte oder so eine, die halt wirklich nur 2-3 Mal getragen wurde. Und ja, sowas finde ich kann man sich holen, weil einfach so eine Uhr, die kann man entweder sein Leben lang tragen oder man kann sie einfach in 5 Jahren für fast dasselbe Geld, wie man es gekauft hat, wieder verkaufen, wenn man jetzt nicht irgendwie Kratzer reingemacht hat, die zerstört hat oder ähnliches. Und ja, Schuhe, wie andere Leute, wenn die sich Schuhe für 500-600 Euro kaufen, die läuft man innerhalb von 2 Jahren, sind die abgelaufen, wenn man sie regelmäßig trägt, kann sie wegwerfen. Also für Klamotten würde ich niemals so viel Geld ausgeben, aber ich finde, für eine Uhr, die hat man vielleicht sein Leben lang, kann man ja immer so viel Geld investieren. Aber es soll jetzt auch kein Hate sein an die Leute jetzt, die sich irgendwie teure Klamotten holen, soll jeder selbst wissen. Ich habe noch gesehen, es gibt noch so Fake-Uhren von, glaube ich, Audemars Piguet und Patek Philippe oder keine Ahnung, wie die sich nennen. Bei den Marken kenne ich mich überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall, falls ihr irgendwie Interesse habt, dass ich davon auch nochmal so ein Fake bei Wish bestelle, kostet glaube ich um die 15 Euro, dann schreibt es in die Kommentare und sprengt auf jeden Fall den Like-Button und abonniert meinen Kanal. Ich habe auch gesehen, es gibt irgendwie so eine Seite, da kann man extrem gute Replikas kaufen, aber die kosten dann auch so 230 Euro. Ich meine, ich habe ein Video gesehen, die sehen dann echt richtig krass gut aus, aber für 230 Euro ist es trotzdem eine Nachmache. Und deswegen würde ich einfach niemals so viel Geld ausgeben. Da spare ich lieber die 230 Euro für eine echte, die ich mir einfach irgendwann kaufen möchte. Und ja, ich will jetzt gar nicht mehr weiter drum rumschwätzen. Wie gesagt, die war hier in dieser Wish-Verpackung das Übliche. Wer schon mal was bei Wish bestellt hat, der weiß auf jeden Fall, wie das aussieht. Ich ändere jetzt mal die Kameraperspektive, damit ihr einfach mal seht, wie das Ding so vor mir liegt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die aussieht. Die ist hier auf jeden Fall in diesem, keine Ahnung, Luftpolsterkissen drin, was auch immer. Ich hole die jetzt mal hier raus. Ich bin auch mal gespannt, ob sie mir passen wird. Auf jeden Fall steht das Rolex schon mal drauf. Ist hier in so einer kleinen Verpackung.
Ja, sie läuft auf jeden Fall. Die Uhrzeit stimmt natürlich nicht. Also das, was ich hier sehe, sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Ist natürlich keine Kiste dabei, nix, einfach nur die reine Uhr. Hat sogar Diamanten innen drin, also Fake-Diamanten. Und ich bin einfach mal gespannt jetzt. Wie gesagt, 9 Euro bzw. 11 mit Versand. Also, das hier ist auf jeden Fall die Uhr. Rolex, Datejust. Ich muss sagen, das Ziffernblatt hier oben mit der Lünette, das sieht heftig gut aus. Was mich auch wundert bei der Uhr jetzt, die hat keine Kratzer oder ähnliches. Ich hatte ja schon teilweise Sachen bei Wish bestellt, die waren total verkratzt angekommen oder so. Was ich auf jeden Fall sagen muss, das Armband, seht ihr das? Das ist mehr als billig. Das finde ich mega, mega schade, weil die Uhr an sich, der Kopf hier oben, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, der ist wirklich mega gut verarbeitet. Der wiegt auch ein bisschen was. Hier hinten steht 24 Rolex Winner, das kann ich euch gleich nochmal richtig zeigen. Aber das Armband, seht ihr das? Das ist mehr als traurig, wie das wackelt. Die Schließe hier, also das Armband an sich, ist extrem günstig verarbeitet und extrem billig. Ich bin mal gespannt, wie das hier überhaupt alles funktioniert mit diesem Öffnen. Wahrscheinlich geht es jetzt beim ersten Mal Öffnen direkt kaputt. So, also so geht es auf hier. Auf jeden Fall steht hier in dieser Schließe steht kein Rolex mehr mit drauf. Nur hier ist die Krone mit abgebildet. Fokussier. Hier ist die Krone mit abgebildet. Aber das ist extrem dünnes Zeug. Ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie total schnell anfängt zu rosten oder oxidieren, was auch immer. Hier ist jetzt noch so Folie drum, die werde ich jetzt auch mal entfernen. Die Kameraperspektive jetzt nochmal ganz kurz geändert. Ich habe jetzt mal hier das Ding rausgezogen. Das funktioniert auf jeden Fall gut. Kann man hier neben einfach rausziehen. Da kann man dann die Uhrzeit einstellen. Das funktioniert auf jeden Fall. Also Datum kann man hier auch einstellen, wie ihr seht. Einfach nur leicht rausziehen, dann kann man das Datum einstellen. Es funktioniert auf jeden Fall besser wie gedacht. Also ihr seht hier, geht es auch in die andere Richtung. Nee, in die andere Richtung kann man nicht drehen. Das weiß ich nicht, ob man das bei der Originalen auch nicht kann. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rauszieht, sollte auf jeden Fall, ja, da kann man dann die Uhr einstellen. Also das funktioniert wirklich gut, würde ich sagen. Da kann man eigentlich nichts dagegen sagen. An sich halt auch der obere Bereich sieht wirklich nicht schlecht verarbeitet aus. Hier ist noch so die Krone drauf. Das glänzt schön. Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, dieses Band. Es sieht ja optisch, sieht es gar nicht mal schlecht aus, ne? Wenn die ein besseres Band da dran gemacht hätten, würde die Uhr viel, viel wertiger wirken. Aber ich meine, für 9 Euro juckt die das wahrscheinlich nicht. Das hier ist, wie gesagt, die Schließe. Sieht ungefähr so ähnlich aus wie die vom Originalen. Aber wie gesagt, die ist auch mega dünn und mega billig verarbeitet. Geht auch irgendwie total schwer auf. Ich krieg die hier, habe ich irgendwie Angst, dass sie kaputt geht. Auf jeden Fall steht hier halt kein Rolex mit drin. Da steht zum Beispiel bei der echten mit drin. Muss ich sagen, steht aber bei denen aus Ägypten jetzt auch nicht mit drin. Hier steht nur Stainless Steel. Bin ich mal gespannt, ob das überhaupt rostfreier Stahl ist. So, ich hatte jetzt mal mein Uhren-Equipment ausgepackt gehabt hier. Kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, der irgendwie viele Uhren hat. Kauft euch dieses Set hier. Keine Ahnung, ich glaube, es hat 15 Euro gekostet. Ist einfach alles dabei, man kann alles machen. Es ist einfach alles dabei, es sind noch so Ersatzstifte und was auch immer. Ist alles dabei eigentlich. Wie gesagt, kostet 15 Euro. Ich verlinke euch das Ganze mal unten. Auf jeden Fall habe ich das Ding jetzt mal an. Wie ihr seht, es passt mir auch. Sitzt eigentlich wirklich perfekt jetzt gerade. Zum Glück auch, weil ich habe das jetzt hier enger gestellt. Wie ihr seht, kann man das nämlich am Armband an sich nicht mehr enger stellen, weil hier sind keine Stifte drin zum Rausnehmen. Man kann es nur hier an dem Ding hier verstellen. Wie gesagt, ich habe das Ding jetzt hier am Arm dran. Ich habe es jetzt hier in dem letzten Loch von dem Armband drin. Man kann keine Glieder rausnehmen oder sonstiges. Geht halt einfach nicht, weil es halt so ein extrem günstiges Armband ist. Ich meine, es passt mir jetzt. Wie gesagt, es ist vielleicht minimal wackelig, aber ich gehe noch ein bisschen pumpen und dann passt mir das irgendwann. Aber ja, also mein Endfazit ist eigentlich, wie gesagt, die Uhr an sich hier oben ist gut. Kauft euch auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Uhren habt, für bis 100 Euro, sage ich jetzt mal, kauft euch so ein Uhrenset und ein Uhrmacherset bei Amazon. Ich verlinke euch das unten mal. Ich habe mir jetzt schon so oft damit weitergeholfen. Wie gesagt, bei so günstigeren Uhren kann man sich da alles machen. Man kann die Batterien wechseln, die Glieder wechseln, alles Mögliche. Natürlich, wenn man eine originale Rolex hat, auch wenn ich mir jetzt eine originale Rolex holen sollte, das muss man dann oder sollte man dann auf jeden Fall beim Uhrmacher machen lassen. Aber ich meine, bei so günstigen Uhren kann man sich mit so einem Set mega gut weiterhelfen.
Mein Fazit ist jetzt eigentlich, wie gesagt, die Uhr an sich läuft gut. Hier oben, das sieht gut aus. Es lässt sich alles gut einstellen. Da bin ich echt verwundert, dass das so gut ist für diese 9 Euro. Aber das Armband ist halt scheiße. Das habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt hier in dem Video. Ich muss aber auch dazu sagen, ich werde mir keine Uhren mehr, wenn ich nochmal nach Ägypten fliege, kaufen. Weil ich finde einfach, dass die für 9 Euro eigentlich besser ist, als die für 15 Euro aus Ägypten. Und ja, ich bin einfach jetzt mal gespannt, wie lang die läuft. Ich werde jetzt hier auch auf meinem Uhrenständer da hinhängen. Und bin einfach mal gespannt, ob die in 2-3 Wochen noch läuft. Ich werde jetzt auch einstellen auf die genaue Uhrzeit und werde dann einfach mal in 3-4 Tagen sehen, ob die Uhrzeit noch stimmt oder ob die irgendwie Nachlauf hat oder Vorlauf hat oder keine Ahnung was. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und falls ihr Bock habt, dass ich nochmal so eine Audemars Piguet mir hole, eine Hublot hole oder Patek Philippe, keine Ahnung, wie die sich alle nennen, wie sie sich aussprechen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Ciao.